TV Überginal hier jetzt in St. Leon, Reidinger Straße. Hier hat es gebrannt. Herr Blass, bitte kurze Info. Ja, wir sind heute zum Busbrand alarmiert worden hier in die Reidinger Straße. Der Bus beim Eintreffen war in Vollbrand, ist schon aufs Gebäude überbegriffen. Wir haben dann sofort weitere Kräfte nachalarmiert von Waldorf und von der Feuerwehr Rot. Ja, mittlerweile haben wir alles soweit im Griff. Irgendwelche Personen zu Schaden gekommen? Bis jetzt meines Stands nicht. Was schätzen Sie oder was haben Sie gehört, wie hoch der Schaden ist? Kann ich keine Auskunft geben darüber. Ist das Haus noch bewohnbar? Das eine definitiv nicht mehr, nein. Vielen Dank für das Interview. Jo, bitte. Ja, zunächst mal, ich hoffe, dass es auch stimmt. Bin ich froh, dass niemand verletzt wurde und alle heil geblieben sind. Ich hoffe, sowohl für den Fahrgästen, der Busfahrer, als auch unsere Einsatzkräfte. Es ist doch auch immer ein gewisses Risiko mit verbunden bei so einem Einsatz. Aber so wie es aussieht, ist alles glimpflich, zumindest was den Personenschaden betrifft, abgelaufen. Hilft die Gemeinde St. Leon in solchen Fällen oder nur die Versicherung? Es kommt immer drauf an. Also hier in dem Fall, soweit ich informiert bin, ist es glücklicherweise so, dass das Haus unbewohnt war, sodass jetzt niemand obdachlos wird. Das ist dann ja bei so einem großen Schadenzeichen immer die erste Frage, ob jemand wieder unterkommen kann. In solchen Fällen der Obdachlosigkeit versuchen wir natürlich unkompliziert zu helfen, aber ansonsten sind in solchen Fällen auch die Versicherer in der Regel schnell bei der Hand. Dafür gibt es ja auch die Versicherungen. Und das wird in der Regel dann ja auch abgedeckt, zumindest im größtmöglichen Umfang. Aber da, wo es notwendig ist, helfen wir natürlich auch. Und wie hier hat ja jetzt der Hausbesitzer oder wer es auch immer sein mag, nur Pech, weil der Bus explodiert ist. Man hat ja die Schläge gehört durch ganz St. Leon und Rot. Ja klar, aber das ist natürlich auch irgendwo liegt in der Natur so eines Schadensereignisses. Das kommt plötzlich, das ist ein typischer Fall eines Unfalls, eines wirklich unvorhergesehenen Ereignisses. Und da kann man sich auch schlecht drauf vorbereiten oder schlecht dagegen schützen. Ich meine, das ist in dem Fall ein schicksalshafter Schlag, der sicherlich dem Eigentümer und allen anderen, die beteiligt waren, jetzt auch wehtut. Aber wie gesagt, solange es beim Sachschaden bleibt, das ist eigentlich immer in irgendeiner Form doch noch ersetzbar. Schlimmer ist es, wenn Personen zu Schaden kommen oder auch Leben gefährdet werden. Insofern denke ich, trotz des wirklich großen Schadens und des Unglücks ist man dann doch noch glimpflich hoffentlich davon gekommen. Es war Gottes Hilfe eigentlich, dass der Bus unbesetzt war, oder? Ja, aber jetzt wirklich unbesetzt war, kann ich so noch nicht sagen. Es waren wahrscheinlich nicht mehr viele Fahrgäste drin, weil ja die Linie hier auch zu Ende ist dann. Es ist eine der Haltestellen, kurz bevor die Linie zu Ende ist. Gut, ich hoffe auch, dass es im Fahrrad gut geht. Da gibt es im Moment noch ein bisschen unterschiedliche Aussagen dazu. Aber es ist natürlich nicht besiedeltes Gebiet und in dem Fall, wo halt ein technischer Defekt zu so einem Schaden führt, kann man auch wenig dagegen machen. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort. Also ich habe 19.17 Uhr die Alarmmeldung aufs Handy bekommen. Um 19.45 Uhr war das Feuer weitestgehend schon gelöscht. Also das waren wirklich auch sehr vorbildliche Einsatzkräfte hier und viele Nachbarn wären auch beteiligt. Das, wenn man sieht, in einer halben Stunde sowas wirklich praktisch zum Löschen zu kriegen wieder, das ist eine hervorragende Leistung. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Herr Schell, Reidinger Straße 20 ist jetzt Vergangenheit. Sie haben etwas beobachtet. Ja, also wir haben beobachtet,
wie auf einmal der Bus anhält, der Bus schwarz geworden ist, auf einmal habe Flamme rausgeschlagen und dann ging es in Windeseile, dass es immer mehr war, dass der Bus in Vollbrand gestanden ist. Und dann, Busfahrer hat schon die Feuerwehr informiert, hat telefoniert und dann hat man das Inferno jetzt gesehen. Waren Personen im Bus? Nein, also das, was ich sehen konnte, das war schwarz, also, und der Busfahrer war draußen. Davon gehe ich und ging ich auch davon aus, dass keine Personen im Bus sind. Kann das aber, jetzt können wir es ja noch mal sehr bestätigen, beziehungsweise da haben wir es halt gesehen, der Busfahrer hat gesagt, alles raus und stehen geblieben. Vielen Dank. Bitte. Die Geschäftsführerin vom Hotel Konoba ist jetzt vor uns. Wie fühlen Sie sich? Im Moment etwas überfordert mit der Situation, weil wir haben es am Anfang gar nicht mitbekommen, was hier passiert ist. Es kam nur ein Gast rein und meinte, da draußen brennt ein Bus. Und bis wir dann rausgeschaut haben, hat sie auch schon den ersten Knall gelassen. Wir warten jetzt, wie sich die Situation weiterentwickelt und ob wir irgendwas für die Anwohner im Moment tun können. Im Moment wissen wir leider noch gar nichts. Zu Schaden gekommen ist bei Ihnen nichts durch die Detonation? Nein, was wir jetzt mitbekommen haben, ist wohl, dass ein Scheinwerfer von einem Auto auf dem Hotelparkplatz eingeschmolzen ist. Aber wir hatten Glück, also bei uns ist alles in Ordnung. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Dr. Eger, es sind neue Informationen bekannt geworden. Ja, also jetzt doch leider etwas tragischer, wie ich dachte. Also zum Glück kein Personenschaden, aber entgegen der ursprünglichen Aussage ist leider so, dass das Haus doch schon bewohnt war. Am Samstag, also vor 5 Tagen, ist die Familie eingezogen. Natürlich schon ein herber Schlag für diese dreiköpfige Familie. Wir versuchen jetzt natürlich erstmal unterzubringen und ihnen zu helfen. Und hofft, dass er dann über diesen Verlust und das Ereignis dann auch möglichst schnell drüber hinwegkommt und dass auch die Versicherung hier bald vor Ort ist und ihnen hilft. Danke. Bitte.
Super. Dankeschön. Vielen Dank. Total nett von Ihnen. Herr Licht, können wir uns ein paar Stühle herstellen? Nee, das ist total toll. Vielen Dank. Warum macht es keinen Spaß die ganze Nacht, oder? Das macht so oder so keinen Spaß. Also, es ist schon eine Weile dauert. Dankeschön. Ich bin morgen früh wieder da. Dann gibt es den nächsten Kaffee. Aber, warum, ne? Hier der Nachbar Reilinger Straße 22, Ballonfahrten Brandmeier. Bei Ihnen ist auch irgendetwas anders als sonst, weil Sie sind jetzt ins Konoba umgezogen? Ja, wir sind notgedrungen ins Konoba, ins Hotel gegenüber umgezogen, weil unser Haus ist zurzeit nicht betretbar. Wir haben hier Wasser ist eingedrungen und es ist nicht gewährleistet, ob die Decke vielleicht absturzgefährdet sind. Was für Maßnahmen müssten ergriffen werden, wenn es so wäre? Wenn es so wäre, ich bin nicht der Fachmann, das überlasse ich den Fachmänner. Schauen wir mal morgen, wenn die Gutachter kommen, was die sagen. Ist noch Schlimmeres passiert außer das? Noch Schlimmeres, ne? Unsere Kinder, die haben sicherlich einen leichten Schock abbekommen. Aber das wird sich auch legen. Es war schon ein reines Flammeinferno, war schon heftig. Und Sie bekommen auch Hilfe von St. Leon, der Gemeinde oder andere Hilfe? Ja, die Gemeinde, ich habe mit dem Bürgermeister Eger schon gesprochen. Er hat uns jetzt zunächst mal auf Initiative von der Gemeinde ins Hotel Konoba einquartiert. Und das fand ich einen guten Zug. Und das ist jetzt mal die ersten 1, 2, 3 Tage. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Dankeschön fürs Interview. Danke. Tschüss. Thank you.
Firma Stalf allzeit bereit, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ist das richtig? Jawohl, ein ganzes Jahr lang. Und wie, was habt ihr für Aufträge? Was geht da so bei euch in der Firma ab, Tag und Nacht? LKW-Abschleppe, Omnibusse, man sieht's, Ölspur-Nassreinigung und PKW-Betrieb. Und jetzt war es so gewesen, Sie haben einen Anruf bekommen von Polizei? Nein, von dem Busunternehmen selbst. Mit der Worte, Hilfe, unser Bus ist abgebrannt. Und dann hat es dann geheißen, zum Schluss Gelenkbus auf die Grundmauern runtergebrannt. Also musste man taktisch klug handeln. Wir haben jetzt geteilt, haben einen Kran mitgebracht, ein Tiefbett mitgebracht und verlade dann jetzt dann komplett auf ein Tiefbett und verbringe dann zu der Busfirma nach Weinheim. Hängerzüge, Sattelauflieger, alles was auf der Straße kreucht und fleucht, wird abgeschleppt von uns. Wir lassen nichts stehen und nichts liegen. Auch nachts, weil Sie hätten eigentlich jetzt schlafen können, aber nee. Ich hab Bereitschaft. Gut. Alles klar. Dann passt. Dankeschön. Bitte. Nur Ausleger ab.
mit so einem Schauter oder so. Ach, gut.